Guten Morgen! Heute geht's wieder weg. Ich bin heute den letzten Tag da. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Das ist hier in der Früh. Ist das nicht schön? Ich muss euch was erzählen. Und zwar, das bin ich, Telepathie. Ich war gestern mit den Delfinen schwimmen. Das war so cool. Und da waren auch voll die geilen Jellyfish. Einer hat mich so, oder zwei haben mich erwischt. Aber das war mir wurscht, weil das war wie Brennnessel und ich sehe es als heilend. Die haben mich so irgendwie, sie haben voll die langen, ich weiß gar nicht, so Fäden oder was gehabt. Das war interessant, das zu fühlen. Das wollte ich immer mal haben. Und es war nicht schlimm. Und dann Nachmittag hat es geregnet, da habe ich mich hingelegt und geschlafen und dann am Abend, das war so cool, bin ich mit mehreren Leuten im Bus gefahren und hier kommt die Story, aber ich erzähle euch was. Und wir sind an eine Lagune gefahren, 1,5 Stunden von hier und es muss dunkel sein, damit du es sehen kannst. Biolumineszenz. Und wir sind in die Lagune rein, mitten in der Nacht. Ich bin schwimmen gewesen, es sind nicht alle schwimmen gewesen. Es war super warm, es hat geblitzt in der Ferne, es war wunderschön. Und wenn du schwimmst, siehst du, dass das Wasser leuchtet. Ist so genial. So, jetzt war ich in dem Bus gestern mit den Leuten von Israel, Mexiko, ich und noch irgendwas. So, das Ding ist, dass der Typ saß im Boot und hat sich hingehockt und dem sein Arsch ist nass geworden und dann sagt er was auf Hebrew und ich habe gesagt, hey komm, ich gebe dir die Live-Weste, kannst dich draufhocken. Verstehst du mich? Und ich habe schon viele Sachen verstanden, was die gesagt haben, was sie nicht wollten, was oder dachten, dass ich höre oder weiß oder verstehe. Verstehst du uns? Sage ich, ja, ich verstehe mehr als du denkst, auf Englisch dann. Ja, wie? Kannst du die Sprache? Sag ich, nö, aber ich verstehe es. Die haben dann auch nicht weitergefragt und ich habe mir dann gedacht, ich muss da unbedingt ein Video drüber machen, weil egal wo ich bin auf der Erde, verstehe ich die Telepathie. Der Punkt ist, das Wichtigste ist, dass du im Herzen bist. Ich kann Deutsch sprechen mit jemandem und der Mensch redet auch Deutsch, aber wenn der Mensch im Kopf ist, verstehe ich kein Wort. So, der Punkt ist, in Brasilien habe ich verstanden, was die Leute reden. In Indien, da verstehe ich, was die Leute reden, aber ich kann nicht zurücksprechen, weil es ja Telepathie ist. Also eigentlich müssten die anderen das auch können, damit ich dann ganz normal meine Sprache spreche und die verstehen dann, was ich sage. Und ich weiß, dass Eltern sich schwer tun mit ihren Kindern, wenn die Kinder nicht verstehen, was die Eltern sagen. Nochmal Eltern, geht in eure Herzen, redet nicht vom Verstand, seid in eurem Körper. Eure Kinder verstehen euch umso besser, wenn ihr aus dem Herzen redet. Und das Geilste, was jetzt kommt auf diese Erde, und das ist 5D, dass jeder sprechen kann, was er will und dass wir uns alle verstehen. Das ist so genial und ich liebe es. Ich weiß noch, der Yuri in Brasilien, ich habe auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch mit ihm geredet und er hat alles verstanden und er hat das Gleiche mit mir gemacht und es war einfach nur genial. Und ein Kumpel von mir, der Said, sagt zu mir, Agathe, ich war in Brasilien. Und ich habe mit denen Hebrew gesprochen und die haben mich besser verstanden, als wenn ich Englisch spreche. Das ist echt, ja, ist geil, die Brasilianer sind einfach so genial, die sind so weit, die ganzen Sternensaaten dort. Ich liebe die Kultur und die Musik. Ja, also Leute, Telepathie existiert. Es hat was mit der linken und rechten Gehirnhälfte zu tun. Wusstet ihr, dass die in Israel ihre eigenen Kalender haben, Mondkalender, und dass sie von rechts nach links schreiben? Auch das WhatsApp ist voll cool, es ist alles von rechts nach links, so geil. Also ihr seht, auf der Erde passieren so viele Dinge und es gibt so viele Dinge, die man lernen kann und die man wissen sollte. Und ich bewundere die Israelis, also die gehen alle noch zum Militär, Frauen auch. Sie müssen Englisch und Hebrew lernen, also das heißt von rechts nach links und links nach rechts, also ist hochinteressant. Und dann arbeiten die ja ganz stark mit der Kabbala und da werde ich mal noch ein bisschen mehr recherchieren. Ich habe es zwar gemacht, seitdem ich klein bin, aber so ganz dahinter gestiegen, energetisch bin ich noch nicht. Ich will nicht was verstehen, ich muss es energetisch verstehen und dann werde ich darüber berichten. Ich habe euch lieb, liebe Grüße aus Mexiko, vom Puerto Escondido. Ja, also Telepathie funktioniert. Wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch. Ich helfe euch gerne dabei, euch zu aktivieren, dass ihr das dann selber könnt. Und liebe Grüße aus Puerto Escondido. Bis dann, für die muss gleich los.